Predicò contro ogni eresia, era chiamato il martello di Dio, da San Francesco lui fu benedetto per il bene che al mondo... Antoniusfest in Affeldrangen. Nicht nur aus dem Thurgau, sondern aus der ganzen Schweiz und darüber hinaus kommen Christen hierher, um am 19. Juni um 10.30 Uhr die Heilige Messe mitzufeiern und um an der Prozession teilzunehmen. Ein besonderer Magnet ist das Fest für Italiener und für Freunde und Freundinnen italienischer Mentalität. Ich mache das Schaufenster jedes Jahr aufgrund vom Antoniusfest, der Antonio von Padua. Und ich habe immer Freude Zusammenarbeit mit den Italienern. Am Sonntag backen wir die Semmeli, die gesegnet werden vom Bischof von Afrika. Und die Festlichkeiten im Zelt und nachher der Umzug, der ist sensationell und ich freue mich jedes Jahr auf den Anlass. Das riesige Zelt wird auf der Wiese hier im Vordergrund aufgebaut. Mehr als 1500 Gläubige werden erwartet, für die Ruth Schmid 100 Kilo Brot und 200 Semmeli backt. Neben der Antoniuskapelle, hier im Bild, wächst ein Nussbaum. Eines der Symbole des Heiligen, das in seiner Legende eine wichtige Rolle spielt. Der OK-Präsident des Fests beteuert, dass niemand den Baum gesetzt hat. Er ist einfach hier gewachsen, weil er hier hingehört. Herr D'Alelio, nicht zufällig lautet sein Vorname Antonio, erinnert sich noch gut an den unscheinbaren Beginn des Fests im Schatten des damals noch etwas kleineren Nussbaums. Das ist ein spezielles Album von meinem Vater, verstorbenen Vater. Diese große Geschichte von Antoniusfest in Affeldrangen hat alles auf diesem Platz begonnen. Heute ist ein Parkplatz, aber früher ist einfach ein kleiner so Hügel mit dem Gras. Wir hatten kein Zelt gehabt, aber diese Geschichte hat auf diesem Platz begonnen. Das Antoniusfest übergreift Generationen, erfährt man bei Herrn D'Alelio. Mein Vater hat stiftet die Statue und hat gründet diese Feste mit anderen Italienern hier in Affeldrangen. Heute, ich mache weiter, meine Junioren in der Jugendzeit, heute sind Erwachsene, macht jedes Jahr mit und ich denke für die Zukunft, diese Tradition geht weiter. Nicht nur die Blasmusik freut sich auf den 19. Juni, sondern auch Ortspfarrer Leo Schenker und Italiener Seelsorger Don Saverio. Wir dürfen ein grosses Glaubensfest feiern, es ist schon zum 74. Mal der Glaube. Mit Herzensfreude, religiös, kulturell, kulinarisch. Es ist auch ein Erleben von italienischer Mentalität und Ambiente für das Wochenende und ist immer außergewöhnlich schön. La festa di Sant'Antonio è un momento di intensa preghiera rivolta all'imitazione del Santo nella sua conoscenza verso il Signore e l'amore verso i fratelli. Ein spirituelles Fest, das alle Sinne anspricht, wird also am 19. Juni gefeiert, 6 Tage nach dem Festtag des heiligen Antonius. Hier sind die 13 Kerzen in Ehre von heiligen Antonius von 1. Juni bis 13. Das ist die große Kerze. Jedes Jahr gibt es ein neues Motiv und dieses Jahr ein spezielles Motiv, aber wird zuerst aufgestellt am Sonntag in den Gottesdienst. Und damit jeder und jede eine Flasche Weihwasser für die Familie mit nach Hause nehmen kann, wird auch in der Sakristei schon kräftig vorbereitet. Das Antoniusfest in Affeldrangen beginnt mit Tanz am Samstag um 20 Uhr. Der Höhepunkt ist die Heilige Messe mit Bischof Mutschabaiwa aus Simbabwe am Sonntag, den 19. Juni um 10.30 Uhr. Mittags ist allerlei kulinarisch-italienisches geboten und um 15 Uhr folgt die farbenfrohe Antoniusprozession durch Affeldrangen.